König. Bube. Dame. Gast. Der Stephen King Reread Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge König, Bube, Dame, Gast. Wir haben uns heute wieder zusammengefunden, um über einen weiteren Roman von King zu sprechen, nämlich Der Buick. Und es wird wahrscheinlich in der Folge schon rauskommen, dass ich schon nicht in der Lage bin, dieses Auto auszusprechen. Ja, bei mir sind wie immer der wundervolle Jonas. Hallo Jonas. Hallo Dela. Außerdem der großartige Flo. Hallo Flo. Guten Abend. Und eine ganz wundervolle Debütantin-Gästin, die Julia. Hallo Julia. Hallo zusammen, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, Julia, wir kennen uns so privat ja schon eine ganze Weile. Aber du bist in diesem Podcast ja komplett neu. Ist richtig, ne? Du warst noch nie da. Das stimmt, ganz neu. Und hast du sonst Podcast-Erfahrung? Hast du einen eigenen Podcast oder irgendwelche Formate, die du gerne oder was weiß ich, Band, Website, irgendwas? Nee, tatsächlich gar nicht. Also ich habe bisher einen einzigen Podcast-Beitrag gemacht im letzten Jahr für den Podcast-Adventskalender. Ansonsten habe ich da gar keine Erfahrung und ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Du brauchst keine Angst haben, wir fressen niemanden, zumindest nicht über die übliche Gebühr. Aber wir freuen uns sehr, dass du da bist. Wie ist das denn entstanden? Hast du mit King so ein bisschen Kontakt oder bist du nur hier, weil du uns lieb hast? Das passt eigentlich alles ganz gut zusammen, denn ich bin schon seit Jahren ein riesiger Stephen King-Fan. Mhm. Und dann haben wir uns ja alle kennengelernt und dann stellte sich heraus, dass ihr auch ein Fan seid und dass ihr diesen Podcast habt. Also ist das eine schöne Schnittstelle. Das ist ganz hervorragend. Und wie tief bist du denn so im Universum drin? Also kennst du so sporadisch Bücher oder hast du ziemlich großen Teil gelesen oder... Ich würde schon sagen, dass ich einen großen Teil gelesen habe. Natürlich nicht so viele wie ihr. Mhm. Und zum Beispiel die Dunkle Turmreihe kenne ich noch gar nicht. Aber okay. Ich habe schon einiges gelesen. Also du fühlst dich auf jeden Fall zu Hause in dem Universum. Absolut, ja. Okay. Ja dann, wir sind gespannt. Und ich würde sagen, wir fangen mit der Folge an. Und der wundervolle Flo gibt uns die zeitliche Einordnung. Ja, wir gehen zurück in den März 1999 und King war gerade auf dem Weg zurück nach Maine, hat damals schon angefangen, so in Florida zu überwintern und sie sind irgendwo in Pennsylvania an einer Tankstelle rausgefahren. Er ist aufs Klo gegangen und als er wieder rauskam, ist er auf dem Eis ausgerutscht und wäre fast in einen Fluss gefallen. Es gab keine Zeugen, seine Frau hat ihn auch noch nicht zurückerwartet. Also er wäre einfach reingefallen, verschwunden, im Eiswasser ertrunken, keine Ahnung. Niemand hätte ihn mehr gefunden, das Auto hätte da gestanden und das wäre es gewesen. Das hat ihm eine Idee gegeben. Er hat angefangen, From a Buick 8 zu schreiben, im Deutsch der Buick, und hat 2 Monate daran geschrieben, hat seinem Verleger gesagt, was da kommt. Und ist im Juni dann spazieren gegangen und von einem Auto angefahren worden. Und das hat dann erstmal alles verändert. Das Buch ist liegen geblieben, er hat es nicht mehr angefasst, bis nachdem Dreamcatcher, das Schwarze Haus und das Leben und das Schreiben veröffentlicht waren. In das Leben und das Schreiben hat er schon erwähnt, dass er da an einer Geschichte mit einem Auto schreibt. Ja, und dann kam 2002 endlich der Buick raus. Und zwar tatsächlich zuerst in Deutschland. Das deutsche Buch ist 6 Monate vor der US-Ausgabe erschienen und war damit sogar Welterstausgabe. Oui. Mhm. Ja, und ich würde sagen, hier langsam kommen wir so wieder in eine neue Schaffensphase von King. Und ja, Jonas erzählt uns jetzt erstmal, worum es in dem Buch geht und dann gehen wir darauf genauer ein. Der 17-jährige Ned Wilcox hilft nach dem Tod seines Vaters Curtis immer wieder in dessen alter Arbeitsstelle der Polizeikaserne der State Trooper von Pennsylvania aus. Eines Tages entdeckt er in einem Schuppen durch das Fenster einen alten Buick stehen und beginnt die Kollegen seines Vaters danach zu fragen. Und schließlich erzählt ihm der Chef der Einheit, Sandy, die Geschichte davon. Im Jahr 1979 ist der Buick an einer Tankstelle aufgetaucht und der Fahrer ist spurlos verschwunden. Die Trooper haben daraufhin den Wagen sichergestellt und bei einer Untersuchung fiel auf, dass es
ja gar kein richtiges Auto zu sein scheint, sondern es sich eher ja um ein fahruntüchtiges Imitat eines Buick zu handeln scheint. Etwas Besonderes allerdings dran, es scheint sich auf wundersame Weise selbst zu reparieren, wenn Kratzer reinkommen oder sonst was. Und an demselben Abend verschwindet auch der Trooper Ennis Rafferty, der mit als erster bei dem Wagen war. Der Buick wird dann in einen Schuppen gestellt und im Laufe der Jahre tauchen immer wieder fremdartige Gegenstände und Lebewesen auf oder Dinge aus der Umgebung des Buicks verschwinden. Unter anderem auch dann, wenn die Trooper sie in Experimenten in den Wagen platzieren, wie, ja, ich glaube, Hamster oder Frösche oder dergleichen. Die Lebewesen, die hier auftauchen, die ja verfallen jedoch ziemlich schnell in unsere Atmosphäre. Und Curtis Wilcox, der inzwischen verstorbene Vater von Ned, ist wie besessen von der ganzen Sache und ja, lernt sogar, wie man Autopsien macht und führt dann auch eine an einer Art Fledermaus durch. Ja, eines Tages taucht dann in dem Schuppen kein Tier, sondern ein ja schon leicht humanoid wirkendes Wesen auf, das die anwesenden Trooper und auch den Hund Mr. Dillion sehr in Panik versetzen und die töten es daraufhin. Allerdings überlebt auch der Hund die Sache nicht. Übrig bleibt nur eine Art Funkgerät, was den Schluss nahelegt, dass es sich hier um ein intelligentes Lebewesen gehandelt hat. Danach wird es ruhiger um den Buick. Ab und zu tauchen noch Dinge auf, aber im Großen und Ganzen wird ihm nicht mehr viel Beachtung geschenkt. Nach dieser Geschichte ist Ned davon überzeugt, dass der Buick irgendwie Schuld an dem Tod seines Vaters trägt und beschließt ihn, in die Luft zu sprengen oder verbrennen, irgendwie mit Benzin auf jeden Fall zu zerstören. Und Sandy kann ihn in letzter Minute davon abhalten und erklärt ihm, dass durch die Zerstörung vermutlich ja ein Tor eingerissen wird, womit dann die Verbindung zwischen unserer und dieser anderen Welt offen stände, aus der die ganzen Wesen kommen. Und ja, sie müssten wohl einfach warten, bis er von alleine irgendwann aufhört, weil ja die Abstände, in denen er aktiv war, die ja, sind schon ziemlich länger geworden und auch immer schwächer. Einige Jahre später kommen wir dann zurück zu diesen Troopern und Ned hat sich inzwischen angeschlossen. Der Wagen hat seit 2 Jahren nichts mehr vorgebracht und schließlich fällt ihnen auf, durch die Windschutzscheibe des Wagens verläuft ein Riss und damit hat dann das Ende des Buicks begonnen. Wunderbar, vielen Dank für diese Zusammenfassung. Ja, Flo, du hast ja gerade schon erwähnt, wir kommen hier so ein bisschen langsam in eine neue Phase. Und das ist ja tatsächlich ein Buch, das deutlich anders ist als die meisten King-Bücher, die wir bisher kennen. Ich würde sogar sagen, das hier ist ein Lovecraft-Buch. Ja, kann man so sagen. Ein modernes Lovecraft-Buch, ja. Wie war denn euer erster Eindruck? Julia, wie ging's dir damit? Also für mich als alter Stephen King-Fan war es etwas eigenwillig zu lesen. Mir gefällt zwar die besondere Erzählstruktur, aber ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten reinzukommen in die Geschichte. Ich glaube, das ist aber auch der Thematik Auto geschuldet. Das ist nicht so meins. Mhm. Okay, und Jonas? Ja, ich bin irgendwie an die Sache anders reingegangen. Ich dachte, es wäre wirklich ein Auto, so ein bisschen wie in Christine, das rumfährt, das Dinge anstellt. Und es war dann was ganz anderes. Auch diese ganze Rückblickgeschichte hat mich erst verwirrt, aber als ich mich mal drauf eingelassen habe, war es okay, war ein nettes Buch. Es hatte ja nicht so richtig viel Handlung. Es ist quasi eine Sammlung von Anekdoten, aber es war nett zu lesen. Mhm. Julia, du hattest dieses Buch schon mal gelesen oder war das jetzt dein erstes Mal? Nee, das war das erste Mal. Das habe ich jetzt für den Podcast gelesen. Okay. Und Jonas bei dir ja auch. Oder hattest du da vorher schon mal Kontakt? Nee. Mhm. Weder Buch gelesen noch Film gesehen. Gibt's dazu. Naja, kommen wir dann drauf. Flo und ich, wir beide haben es ja, glaube ich, schon mal gelesen gehabt. Genau. Also ich muss sagen, ich hatte gute Erinnerungen an das Buch und ich hatte die Erzählstruktur anders in Erinnerung, aber nichtsdestotrotz hat es mir immer noch genauso gut gefallen wie beim ersten Lesen. Also mir hat es tatsächlich sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Also ich hatte es auch sehr gut in Erinnerung, wobei ich gemerkt habe, ich bringe es mit einer anderen Geschichte durcheinander, die noch kommt, und ich erinnere mich auch nicht mehr, wie der Titel war. Mhm. Irgendwas mit der Raststätte. Mhm. Das könnte Raststätte Meile 81 sein, mhm, aber ich weiß nicht, ob es diese Geschichte ist. Ja, und ja, die Erzählstruktur ist am Anfang ein bisschen komisch, aber man gewöhnt sich, glaube ich, ziemlich schnell dran. Also mir ging es so, und ich hatte viel Spaß damit. Mhm. Gut. Da wollen wir ein bisschen in die Details reingehen. Ich würde tatsächlich erst mal anfangen, weil das ist, glaube ich, hier noch viel wesentlicher als der Inhalt per se. Und das sind die Charaktere. Weil ich muss sagen, die einzelnen Charaktere haben bei mir für sich genommen überhaupt gar nicht funktioniert, außer der Hund. Der Hund hat funktioniert. Aber die einzelnen Charaktere waren mir alle völlig egal, sowohl Ned als auch Sandy, als auch alle anderen, die da so rumgelaufen sind. Aber als Kombination, als Gruppe, als Gemeinschaft hat das für mich ähnlich gut funktioniert wie zum Beispiel die ganze Stadt Castle Rock als Ganzes. Ich habe in einer Rezension einen interessanten Vergleich gelesen. Da wird diese ganze Gruppe und die Erzählstruktur mit dem letzten Abendmahl verglichen. Mhm. Wobei es sich nicht ganz einig darüber waren, ob jetzt Ned oder Sandy Jesus ist. Aber das fand ich eine interessante Idee. Ja, würde ich sogar teilweise mitgehen. Also ich muss sagen, die Gruppendynamik, die hat mich auch sehr angesprochen. Also das ganze Ding lebt davon. Im Endeffekt, wobei ich sagen muss, so ein paar Charaktere fand ich dann doch, im Gegensatz zu dir, Dela, ansprechend. Natürlich Mr. D, also der Hund, mhm, klar. Das andere war aber schon Sandy. Ich weiß nicht, weil er schon im Mittelpunkt steht. Und ich mochte Shirley. Ich weiß nicht warum, aber ich mochte sie. Ja, das stimmt. Sie ist auch noch mit die für mich am meisten rausgestochen hat. Ja, das stimmt. Jonas, wie ging es dir damit? Ich muss tatsächlich sagen, außer Shirley konnte ich mich an keinen einzigen Namen erinnern, als ich vorhin die Zusammenfassung geschrieben habe und nochmal die Inhaltsangabe überflogen habe. Das sagt, glaube ich, viel aus, wie viel die Charaktere mir gegeben haben. Aber, nee, aber so als Truppe und dieses Gemeinschaftsgefühl, das kommt schon ziemlich gut rüber. Was mich tatsächlich ein bisschen gestört hat, dass diese Trauer von Ned, wir kriegen die erzählt, aber die kommt für mich nicht rüber. Ich weiß nicht, ob ich da nur wieder gefühlskalt bin und komisch, aber ich finde, das kann King besser. Ja, da stimme ich dir zu. Denke ich auch. Also die Trauer kommt ein bisschen zu kurz. Klar, immer dieses, er geht dorthin, wo sein Vater gearbeitet hat. Das war ja die zweite Familie quasi vom Vater. Aber so wirklich kommt das nicht raus. Aber ich habe so ein bisschen auch den Eindruck gehabt, es ist schon so eine leichte Coming-of-Age-Geschichte. Ich musste beim Lesen auch an dich denken, Dela, weil ich weiß, du magst das nicht so. Und dachte so, oh, okay, so ein bisschen ist das wieder mit drin, aber so gerade die Emotion kann King besser beschreiben, da stimme ich dir absolut zu. Naja, und für Coming of Age gibt es halt hier echt zu wenig Entwicklung, finde ich. Also das ist halt ein quengelndes Blag und das bleibt ein quengelndes Blag. Ja, es ist nur ein Ausschnitt. Also ich glaube, es ist wirklich nur ein zeitlich begrenzter Ausschnitt von einem Teil der Entwicklung von Ned. Und der kommt eigentlich viel zu kurz. Ja, wie steht ihr denn zu der Grundidee? Ich meine, diese, ich habe mir da tatsächlich noch nie einen Kopf drum gemacht. Wenn jetzt so irgendjemand tot umfällt und so, und dann ist da ein Auto mitten im Nichts. Und vielleicht ist der nicht nur tot umgefallen, sondern weg. Wie geht das dann weiter? Was passiert dann und so weiter? Das wird natürlich hier komplett anders sein. Aber das Grundkonzept, die Grundidee fand ich ziemlich cool. Aber vor allem halt auch finde ich das ganz lustig. Wir haben ja in dieser ganzen Erzählung eine Frau, wie immer nur eine Frau drin. Weil King sich ja immer noch weigert, Frauencharaktere gerne schreiben zu wollen, scheinbar. Aber wir legen jetzt ein mysteriöses Auto in eine Gruppe von Männern und warten, was passiert. Also ich finde, die Tatsache, dass wir dafür ein Auto gewählt haben, sagt auch schon mal viel aus. Wie fandet ihr denn diese Grundprämisse erstmal? Also was ich an der ganzen Sache und auch zum Beispiel an dem Tod von Neds Vater sehr interessant finde, ist, dass er das Buch ja vor seinem Unfall geschrieben hat. In dem Fall zitiere ich gleich mal aus dem Vorwort oder aus dem Nachwort.
die Koinzidenz, die darin besteht, dass ich ein Buch voller grässlicher Verkehrsunfälle geschrieben und kurz darauf selbst einen erlitten habe, ist mir natürlich nicht entgangen. Aber ich habe mich bemüht, das nicht allzu ernst zu nehmen. Ich bin auch gespannt, wie viel davon in der Überarbeitung dann tatsächlich noch dazu kam. Aber so die Grundidee finde ich schon mal cool. Denkst du, so ein Autothema ist in den USA vielleicht auch, ja, obwohl ich weiß nicht, ob es stärker ist, aber halt ein amerikanisches Auto ist für Amerikaner ja nochmal eine tollere Sache, so wie die Deutschen gerne ihre deutschen Autos haben und so. Deswegen passt dieser Buick, glaube ich, da rein. Vor allem diese Troopers sind ja auch die ganze Zeit mit Autos unterwegs und auf den Straßen und alles. Ich glaube, das ja, ist eine Sache, die ist einfach stimmig. Ja, und vor allem, ich glaube, was du sagst mit diesem ein amerikanisches Auto, dass es ausgerechnet ein amerikanisches Auto ist, unterstreicht halt nochmal diese Fremdheit, weil es eben ja kein originaler Buick ist, sondern eben irgendwas Komisches und so. Und das dadurch halt auch sofort ins Auge springt. Ja, da hast du durchaus recht. Also ich meine, hätte man da einen Mitsubishi oder einen Toyota oder ein was weiß ich was hingestellt, wäre denen halt in Zweifelsfall nicht aufgefallen, was sie da sehen. Habt ihr euch eigentlich mal angeschaut, wie so ein Buick 8 aussieht? Also ich habe es gemacht und ich kann verstehen, dass er diese Art des Autos gewählt hat. Für mich hat dieses Teil auch irgendwo Charakter. Also das hat ein Gesicht irgendwie und strahlt was aus. Dass es dann so eine unheimliche Komponente auch noch gibt, finde ich schon gut. Also diese Kombination aus diesem Modell und diesem Unheimlichen. Generell habe ich ja schon gesagt, ich tue mir schwer mit diesem Thema Auto an sich. Es hat mich aber jetzt beim Lesen nicht größer gestört. Ich kann es auch irgendwo nachvollziehen, aber das hat mir jetzt ja auch schon so ein bisschen angerissen. Es ist ein Alltagsgegenstand. Es ist etwas, was die meisten Menschen jeden Tag benutzen. Klar, im Hinblick auf Unfälle geht davon eine Gefahr aus, aber ansonsten ist das Ding an sich harmlos. Und von daher finde ich die Wahl gar nicht so verkehrt. Es ist ja auch weniger ein Auto wie in Christine. Also da hatten wir ja wirklich das Auto als böse Lebensform. Es ist ja hier mehr so Die Tür. Es ist, wir hatten nochmal diese Kurzgeschichte Onkel Ottos Lastwagen. Mhm. Wo der Lastwagen immer nur da gestanden hat und immer, wenn man geguckt hat, war ein Stückchen näher. Daran hat mich das auch so ein bisschen erinnert. Das ist ein Auto, das einfach da steht und trotzdem Unheil ausstrahlt. Mhm. Ja, bin ich bei dir? Aber wir haben ja diese Thematik mit den besessenen Maschinen und so, die haben wir ja schon öfters gehabt. Das haben wir bei Christine gehabt, das haben wir bei Onkel Ottos Lastwagen gehabt, das hatten wir bei Trucks. An dieser Stelle, ich liebe diesen Film. Ich auch. Aber ja, das sind halt so Sachen, die hatten wir ja schon ein paar Mal. Aber dass wir jetzt noch diese Komponente dazu haben, dass dieses Auto selber erstmal nicht mal unbedingt das Problem ist, sondern eben nur der Eingang. Das fand ich richtig, richtig cool. Und an dieser ganzen Zwischenwelt hatte ich wahnsinnigen Spaß. Also ich muss sagen, ich bin da ein bisschen durcheinander gekommen, um ehrlich zu sein, bei dem Thema Tür und Tor zu einer anderen Welt. Ich habe das nämlich auch die ganze Zeit so verstanden. Und dann sagt Ned an einer Stelle, dass es Schaden anrichten wollte und dass er das in seinem Kopf gehört habe. Und das hat mich dann so ein bisschen verwirrt, weil ich das auch die ganze Zeit, wie gesagt, als eine Tür zu einer anderen Welt angesehen habe. Ja, das ist ein bisschen verwirrend. Ich hätte das aber tatsächlich so interpretiert. Klar, die stehen da jetzt gerade in einer Stresssituation in der einen oder anderen Form. Und ob die jetzt auseinander... Also ich stelle mir diesen Buick vor wie einerseits wie ein Tor, aber andererseits wie ein Verstärker. Das heißt, wenn auf der anderen Seite irgendwas sitzt, was böses Zeug anrichten will, dann ist quasi der Buick einfach nur wie ein Lautsprecher, der es überhaupt in unsere Welt erstmal überträgt. Und dass sie das vielleicht nicht unbedingt in dem Moment auseinanderhalten können, ob das vom Buick kommt oder von dieser anderen Welt, das kann ich mir in der Situation ganz gut vorstellen. Hier kommt für mich auch so dieser Lovecraft-Part rein. Wir haben einfach einen Gegenstand, der so diese Verbindung zu etwas komplett Unvorstellbarem darstellt.
zu dieser Welt, die so anders ist, komplett anders, als wir sie kennen, in der wahrscheinlich die Atmosphäre schon so bösartig ist, dass wir nicht überleben können und das, was rüberkommt, bei uns nicht überleben kann. Und ja, dass für dieses Tor natürlich ein Auto gewählt wurde, kann man drüber diskutieren. Aber hier sehe ich auch die Querverbindung wieder zum Dunklen Turm oder zu Atlantis. Es ist ja so ein Auto, das diese, lesen Sie, die niederen Männer gefahren haben. Ja, genau, so ein primitiv, nicht primitiv, so protzig. Dieses aktiv protzig sein. Genau. Und vielleicht wurde es aus irgendeinem Grund, also ich vermute, es wurde aus irgendeinem Grund genau an dieser Stelle platziert. Wir wissen nicht wieso, wir werden es auch nie erfahren. Aber die Leute, die es gefunden haben, müssen sich jetzt damit rumschlagen. Und dass so viele Fragen nicht beantwortet werden, finde ich eigentlich sogar ein Pluspunkt des Buchs, denn wenn King versucht, Fragen zu beantworten, wissen wir alle, wie das ausgeht. Und das mochte ich eigentlich ziemlich gerne. Ja, das stimmt. Was mir halt sehr gut gefallen hat, und da kommen wir vielleicht so ein bisschen in die Struktur rein. Ich muss sagen, diese Erzählstruktur hat mir Schwierigkeiten gemacht. Weil ich dieses Anekdotische schwierig finde. Ich wüsste aber auch keine bessere Lösung. Wie ging es euch denn mit der Erzählstruktur? Auf der einen Seite würde ich das auch so sehen. Auf der anderen Seite ist hier so ein bisschen Charakter von Sandy für mich drin. Sandy versucht ja auch nett immer wieder zu erzählen, dass das einfach nur so ein kleiner Teil des Lebens, des Alltags von dieser Troop D ist. Aber Ned will halt nur diese Geschichten hören und deswegen ist es so anekdotisch, auch wenn Sandy immer versucht, so das normale Leben drumherum aufzuführen. Was mich halt gestört hat, und das fand ich halt... Für mich ist das halt wieder Propaganda. Es tut mir leid. Ich will das Buch eigentlich in der Hinsicht auch mögen, aber versteht jemand mein Problem, was ich habe? Nein. Wir haben hier eine Truppe, die eigentlich dafür da ist, auf Leute zumindest grundsätzlich erstmal aufzupassen. Und solche Sachen. So. Dann treffen wir auf Frauen, die von gewalttätigen Ehepartnern misshandelt werden. Die Reaktionen darauf sind schon schmierig, im Mindesten. Wir haben jetzt ein lustiges Gerät im Schuppen, das lustige Dinge tut. Wir verlassen uns jetzt darauf, weil wir ja keine höhere Instanz haben, der wir uns gefälligst verantworten zu haben, dass wir das in unserer Entscheidungsgewalt schon richtig machen alles. Wir sind ja so ein verschworener Haufen, wir können uns alle so vertrauen und so weiter. Ja, jeder außerhalb kann euch nicht vertrauen. Deswegen, wenn irgendjemand von euch wegkommt oder weil ihr nicht aufgepasst habt oder Scheiße gebaut habt oder was auch immer, dann fällt das einfach unter den Tisch, weil ihr seid Cops und es fällt nicht auf, wenn bei euch jemand verschwindet. Und alle solche Sachen. Und das, ich glaube, das hat mich damals noch nicht gestört, wo ich das Buch das erste Mal gelesen habe. Aber mittlerweile reproduziert das für mich ein Selbstbild von diesen Institutionen, die mir noch gruseliger erscheinen als dieses lustige Lebewesen da im Schuppen. Ja, das ist so, aber ich sehe es trotzdem nicht als Propaganda, weil King zeigt ja, also ich glaube, dass King sich sehr bewusst war, wie schwierig die da sind und was sie tun und alles. Und ich glaube, das ist schon so ein bisschen hier... So läuft das in einer Gemeinschaft und halt nur da drin. Weiß ich nicht, dafür war es mir zu positiv dargestellt trotzdem. Ja, das muss es ja sein, weil Sandy es erzählt hat. Du hast recht. Ja, du hast recht. Ja. Aber das hat mich halt tatsächlich in dem Buch massiv gestört, dass wir eben diese, ja, wir kuscheln uns hier in unsere Sektenmentalität und alles ist fein. Also das kann ich schon nachvollziehen, so jetzt im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke. Ich habe es beim Lesen aber nicht so empfunden. Also da bin ich eher bei Jonas.
der gesagt hat, das kommt bei Gruppen vor. Vielmehr, es ist halt aus der Sicht dieser Gruppe geschrieben. Da bleibt King, glaube ich, auch nicht viel anderes übrig. Ich selbst fand die Erzählstruktur auch gewöhnungsbedürftig. Es ging dann aber irgendwann und ich fand es auch ein interessantes Stilmittel. Also zwischendurch waren ja so richtige Cliffhanger, wo ich gedacht habe, oh Mann, jetzt mach doch mal hinne. Kann ich da ganz kurz reinhaken? Ja, gerne. Denn das ist genau auch das, was mich wieder genervt hat. Wir sind in der Handlung, ich will wissen, wie die Handlung weitergeht und dann müssen wir wieder eine Viertelstunde beschreiben, wie Shirley. Wie Shirley Kaffee kocht, wie Shirley irgendwelchen Menschen die Hand streichelt oder was sie für ein tolles Fahrgestell hat und ob sie denn mit Ned schläft. Solchen Rotz müssen wir dann halt zwischendrin lesen. Das hat mich genervt. Und ich hätte das verstanden, wenn wir diesen Blödsinn damit reinschreiben, wenn eben diese Trauer und diese Verzweiflung und all das von Ned für mich in irgendeiner Form spürbar gewesen wäre. Das war's aber halt nicht. Ja, das kann ich verstehen. Also, wie gesagt, es hat mich auch stellenweise echt genervt, wo ich gedacht habe, boah, jetzt hier geh mal voran. An anderen Stellen fand ich es tatsächlich einen interessanten Kniff. Einfach weil man schon anfing, sich so ein bisschen zu gruseln und Kopfkino hatte, so, was kam denn da jetzt aus diesem Auto raus? Und gegen Ende fand ich es tatsächlich auch irgendwie sehr pfiffig gemacht, um ehrlich zu sein, als es dann um die Erzählung geht, wo dieses große Lebewesen aus dem Buick kommt, fangen die an, entsprechend hektisch zu erzählen. Also die Erzählstränge von den einzelnen Personen werden immer kürzer und gehen immer mehr ineinander ein. Es wird regelrecht hektisch und spiegelt sehr schön die Grundsituation, über die sie ja berichten, wieder. Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Das mochte ich auch, wobei ich manchmal ein bisschen das Problem hatte, für mich hatten diese einzelnen Erzähler zu ähnliche Stimmen. Ja, also, ja. Man konnte nicht durch das Lesen erkennen, wer gerade erzählt, weil sie alle doch irgendwie auf die gleiche Art erzählt haben. Womit wir wieder bei der Thema mit der sektenartigen Verbindung wären und der Gehirnwäsche, es sind halt alles, ja, die haben halt relativ gleiche Denkströme. Was mir zu dem Thema ähnliche Stimmen einfällt, und das ist mir beim Lesen auch sehr, sehr schwer gefallen, die Person zu unterscheiden. Also mir fehlt ein bisschen die Ausarbeitung der Charaktere. Also manchmal wusste ich nicht, wer ist denn jetzt überhaupt wer, weil ständig mit Namen um sich geworfen wurde. Dann hat man so leichte Beschreibungen bekommen, die hat man dann aber wieder längst vergessen gehabt, bis derjenige wieder zu Wort gekommen ist. Das fand ich auch sehr anstrengend und irgendwo auch schade. Da wäre mehr möglich gewesen. Wie findet ihr denn den Buick als Gegenspieler? Ist er für euch intelligent genug als Gegenspieler oder hättet ihr ihn euch eben doch als böses Wesen statt als Tor gewünscht? Also ich sehe den Buick nicht als Gegenspieler der Geschichte. Ich sehe höchstens den Mann in Schwarz als Gegenspieler und den Buick nur als Werkzeug. Das ist, der Mann in Schwarz ist der Bombenleger und der Buick ist halt etwas, das über viele Jahrzehnte immer mal wieder hochgeht. Haben wir denn Theorien zum Mann in Schwarz? Du meinst, dass er durch die Wüste floh und der Revolver bei ihm folgte? Ja, ich vermute tatsächlich, es könnte natürlich Fleck sein. Da gibt es ja immer wieder Theorien, dass es Randall Fleck oder wie hieß er sonst? Farson und Richard Farson. Also ein RF-Charakter, ein Bösewicht, den King halt immer wieder verwendet. Und ja, ich könnte mir das vorstellen, das Ganze, weil er hat ja auch Verbindungen zum Dunklen Turm. Dass das hier irgendein Nebenschauplatz dieser großen, weltenumspannenden Saga ist. Vielleicht wollte er es einfach nur da abstellen, vielleicht hat er irgendwelche Ziele damit. Vielleicht wollte er es auch nur loswerden. Aber du siehst ihn für dich als Bombenleger und nicht selber als Opfer dieses Buicks. Nein, ich sehe nicht als Opfer. Ich sehe das ziemlich, dass er das absichtlich da gemacht hat. Er hat das absichtlich hingestellt. Wahrscheinlich war es ihm scheißegal, was danach passiert. Vielleicht wollte er auch nur wie so gerne Chaos verbreiten. Aber ich sehe den Buick auf jeden Fall nicht als Gegenspieler. Das ist für mich nur eine Maschine, ein Tor, sonst eigentlich nichts. Okay. Ja, das geht mir ähnlich wie Flo. Also ich glaube nicht, dass das Ding wirklich intelligent ist. Und
Ich finde, das ist auch okay so. Ich hätte da keinen richtigen Gegenspieler gebraucht. So ist es halt, man hat mit den Gegebenheiten zu kämpfen, die da sind, aber es gibt nichts Richtiges, gegen das man kämpfen kann. Das finde ich, gibt doch so eine nette Atmosphäre. Ja, aber wie steht ihr denn dann zu der, also diese Idee, dass der Buick den Curtis auf dem Gewissen hat? Ist das für euch eine Theorie, die sich ein trauernder Junge einfach zurechtlegt? Oder glaubt ihr, dass der Buick da in irgendeiner Form Pfoten in Anführungsstrichen drin hatte? Also ich habe das so verstanden, dass er das mittelbar verursacht hat, indem er Curtis so in Bann gezogen hat, dass er nicht für diese Beförderung in Frage kam und deswegen halt auf der Straße war und nicht im warmen Büro. Und ja, das ist halt kein unmittelbarer Auslöser war, sondern halt durch Curtis' Besessenheit. Julia? Also ich habe da tatsächlich keinen Zusammenhang gesehen. Für mich war das wirklich der Versuch eines trauernden Teenagers, über den Verlust des eigenen Vaters hinwegzukommen. Die verzweifelte Suche nach einer Antwort, die es einfach in solchen Fällen, glaube ich, nicht geben kann, warum sowas passiert. Warum eine solche Abfolge an wirklich unglücklichsten Umständen dazu führt, dass der Vater stirbt. Ja, das, so sehe ich das eigentlich auch. Also ich würde es nicht auf den Purik schieben. Der Purik hat natürlich das Denken und Handeln der Leute beeinflusst. Und vielleicht hat natürlich auch diese Beeinflussung mit dem Tod des Vaters zu tun. Aber dass er irgendwie abgelenkt war oder so. Aber ich denke nicht, dass der Purik selbst dran schuld ist. Da bin ich mir halt persönlich ganz unsicher. Weil, ja, ich gebe euch recht, auf jeden Fall dieser Punkt, den Jonas gerade gebracht hat, dass er halt die Beförderungen abgelehnt hat und so weiter. Das auf jeden Fall, das ist unstrittig. Aber die Tatsache, dass Curtis gerade an dem Tag diese Unterhaltung geführt hat, dass das vielleicht doch so ein Tor-Ding ist, das man nicht aufsprengen sollte. Dass er quasi in dem Moment diesem Geheimnis ein Stück zu nahe gekommen ist. Und dass genau diese Unterhaltung an dem Tag stattgefunden hat, wo er gestorben ist. Das ist für mich ein Hinweis, dass es eben doch kein Zufall war. Da müsste ich drüber nachdenken. Also ich habe es nicht so gelesen. Also ich bin auf jeden Fall bei euch, aber ich würde es nicht hundertprozentig als für mich sicher betrachten wollen, sagen wir so. Wenn wir jetzt sagen, der Buick selber ist keine Entität, kein Gegenspieler, kein was weiß ich was. Wie ist für uns so die Theorie, Flo? Ist das ein Outsider oder wurde der von einem Outsider platziert? Oder hat er mit Outsidern gar nichts zu tun? Nein, der Buick ist für mich kein Outsider, weil da einfach zu viele Punkte fehlen, die so typisch für Outsider sind. Also dieses zyklische Auftauchen. Aber es ist zyklisch, zwar in kurzen Zyklen, aber es ist zyklisch. Ja. Gut, da könnte man natürlich auch sagen, die Wetterbeeinflussung genau. Mit den Lichtbeben, ja. Und ist der Einfluss auf den Hund. Genau. Ist okay, ja, aber ich weiß nicht, ob ihr mich ganz überzeugen könnt, aber ihr habt natürlich da einen Punkt. Ja, wobei halt immer fraglich ist, also zumindest der Punkt mit dem Hund, ist halt die Frage, reagiert der Hund auf den Buick oder reagiert der Hund auf das, was hinter dem Buick ist und kann dann nur zu der Zeit, wo der Buick aktiv ist, das wahrnehmen. Also, wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, bei mir ist eher der Punkt, nicht der Buick selber ist der Outsider, sondern wir haben dahinter, hinter dem Buick, halt eine ganze Welt voll Outsidern. Und in dem Moment, wo diese Trennwand zu dünn wird, dass in diesem Moment quasi die ganzen Erscheinungen, die bei Outsidern sonst auftreten, eben auch auftreten. Also ich habe das so nicht gelesen. Also ich habe es auch nicht übereingebracht mit dem Outsider, als ich das Buch gelesen habe. Für mich ist der Buick ein Gegenstand aus einer anderen Welt, der hier tatsächlich das Aussehen eines Alltagsgegenstandes hat, um hier Chaos zu stiften. Dass der Hund drauf reagiert, war für mich auch so, der reagiert auf etwas Fremdes. Er merkt, das gehört hier nicht hin, das stört, das ist falsch.
und womöglich auch gefährlich. Also Outsider habe ich auch nicht mit dieser Welt hinten dran verbunden. Tatsächlich war die für mich völlig unabhängig davon. Ich musste eher an Revival denken, um ehrlich zu sein. Ja. Nee, das daran musste ich auch denken. Und das ist auch ein Buch, das ich von dem ich sehr starke Lovecraft-Vibes hatte. Ich würde ja auch nicht mal sagen, dass diese Welt hintendran unbedingt bösartig ist. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Genau, ja. Also ich würde sagen, der Hund reagiert darauf, weil da ist eine Tür und da steht was Fremdes hintendran. Deswegen bellt er. Aber man weiß ja nicht, ob auf dieser anderen Seite nicht da auch ein Purik-Äquivalent steht. Und da die Leute auch gucken und denken, was ist das und warum kommt da mal so ein komisches Wesen raus mit einer Waffe und irgendwas Merkwürdiges. Ich denke, es ist einfach ein Tor und das Gegenstück auf der anderen Seite ist so fremdartig, dass es für jeweils die andere Seite einfach als bösartig erscheinen muss. Und ich denke nicht, dass es hier ein Outsider ist. Es ist vielleicht von der Fremdartigkeit her so wie ein Outsider, aber ich würde es damit nicht in Verbindung bringen. Gut, andere Theorie. Reden wir mal weiter. Reden wir mal über diese Welt auf der anderen Seite. Ich habe ja schon immer die Vermutung gehabt, dass das eine Turmwelt ist. Und ich habe auch eine explizite Vermutung, welche Turmwelt das ist, weil in meinem Herzen passt das gut zusammen. Das ist nämlich für mich, weil es wird beschrieben, ich lese vor, gelbes Gras, bräunlich an den Spitzen, bedeckte einen felsigen Hang, der sich vor mir erhob und dann an einem Felsvorsprung endete. Grüne Käfer krabbelten im Gras und seitlich wuchsen diese wachsweißen Lilien. Hinter den Felsvorsprung konnte ich nicht sehen, aber ich sah den Himmel. Er war dreuend lilafarben, voller Wolken und von Blitzen durchzuckt. Ein prähistorischer Himmel. Darunter kreiste etwas in losen Scharen. Vielleicht waren es Vögel oder Fledermäuse. Ich glaube, hinter dem Felsvorsprung war ein Ozean. Aber ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Nur wegen des Fischs, der damals aus dem Kofferraum des Pyrit geplumpst war, oder wegen des salzigen Geruchs. In der Umgebung des Roadmasters hat es immer leicht nach Salz gerochen. Und meine persönliche Lieblingstheorie ist und war schon immer, dass das Gegenstück zum Buick quasi dort steht, wo Roland seine Finger verliert. An genau diesem Strand, wo diese lustigen Krebse sind. Das fühlt sich für mich genau so an. Ja, die Beschreibung erinnert tatsächlich ein bisschen. Interessant. Somit habe ich das nämlich noch nicht in Verbindung gebracht. Weil das war nämlich auch tatsächlich diese eine Beschreibung, dieser kurze Absatz, ist genau das aus diesem Buch, an das ich mich immer erinnert habe. Und das ging mir so, wo wir den Turm weitergelesen haben, als wir an diesem Strand sind, habe ich genau wieder an diesen Moment gedacht. Und hier kommen wir auch gleich noch zu einer Querverbindung, die aber nicht etabliert ist, die ich nur in meinem Kopf habe. Bei den Weihnachtsfolgen, wo wir diesen Märchenclub haben, wisst ihr, wo ich bin? Ja. Diesen Geschichtenclub. Genau. Artentechnik war das. Ja. Artentechnik, genau. Ja. Da ist ja auch, dass diese Türen teilweise in andere Welten führen. Und ich glaube, da haben wir nämlich auch wieder so einen Ausblick auf so eine Strandlandschaft gehabt. Ich kann mich täuschen, aber auf jeden Fall ist das für mich, ist das dieselbe Welt. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, passt sogar die Beschreibung von dem Butler auf unseren Mann in Schwarz. Ja, da gab es Ähnlichkeiten. Das weiß ich nicht mehr. Also wie gesagt, das ist nur eine Hobbytheorie von mir, aber ich werde auf diesem Hügel sterben. Dann geh, es gibt andere Welten als diese. Wie fandet ihr denn die Beschreibung dieser Welt? Denn die, muss ich sagen, hat mir wesentlich mehr Spaß gemacht als diese ganzen Erzählungen in der echten Welt. Ja, es war für mich, ich weiß, ich wiederhole mich, eine sehr Lovecraftsche Welt. Also. Aber war sie dir dafür nicht zu geometrisch? Das weiß ich nicht. Jetzt habe ich, wenn du jetzt sagst, geometrisch, habe ich jetzt Clive Barker im Kopf. Mhm. Also so die Hölle in Hellraiser. Mhm. Oder ich glaube, es ist mehr in den Filmen, wo ja diese Leviathan, dieses mächtige Höllenwesen, so als Riesenpyramide dargestellt wird. Aber nee, so ungefähr
könnten diese Welten aussehen? Es gibt ja auch da mehrere. Also es hätte auch irgendwie ein riesen tintenfischartiges Wesen am Himmel schweben können oder sowas. Ja, das stimmt schon, ja. Julia, wie ging es dir denn damit? Ich denke noch darüber nach, deswegen war ich so still. Also, ich fand das sehr faszinierend. Ich hatte da auch Spaß dran. Vor allen Dingen auch ein Gefühl des Unwohlseins. Ich meine, darauf zählt er ja ab bei dem ganzen Buch. Ich hätte gerne mehr darüber erfahren. Verstehe natürlich auch, dass das nicht geht. Das ist in dieser Geschichte gar nicht möglich. Woran ich bei dieser Beschreibung immer denken muss und auch bei diesen ganzen Wesen, die auftauchen, ist etwas, was ich mal gelesen habe, dass der Mensch sich nichts ausdenken kann, was er nicht schon mal in irgendeiner Art gesehen hat, um das dann halt zu verfremden und anders darzustellen. Aber dass das schon ausreicht quasi, um für uns fremd zu sein. Aber wie gesagt, ich finde es unfassbar faszinierend, dass wir nicht in der Lage sind, uns wirklich komplett andere Welten vorzustellen. Wir können es einfach nicht, weil trotzdem ist es doch alles sehr, ja, es ist zwar fremd, aber doch bekannt. Zweite lustige Theorie, die ich habe. Könnt ihr euch erinnern, ihr drei, dass wir über der Nebel gesprochen haben? Ja, da habe ich auch eine Theorie. Denn für mich, weil es gibt hier auch eine fast direkte Verbindung. Augenblick. Und als der Buick Roadmaster damals zu uns gekommen war, was, wie mir gerade wieder einfällt, genau zu der Zeit geschah, als das Kernkraftwerk Three Mile Island fast in die Luft geflogen war, hatte er bei einem seiner Ausbrüche wirklich heller gestrahlt als die Sonne. Und dieses Three Mile Island-Ding, Jonas, du hast da recherchiert. Ja, also ein bisschen. Das gibt's wirklich? Das gab's, da gab's 79, als er aufgetaucht wird, eine teilweise Kernschmelze. So, und dieses Ding, ich weiß jetzt nicht, ob es erwähnt wird, weil es eben in echt existiert, aber das wird nämlich auch in der Nebel erwähnt. Und in den Nebel haben wir auch lustige lustige Fledermausviecher und lustige Tentakelwesen. Und ich glaube mich auch zu erinnern, es ist ein Meergeruch in der Luft. Ich habe also den Verdacht, es ist dieselbe Tür. Vielleicht nicht dieselbe Tür, aber Sandy sagt ja so sinngemäß, wenn Ned den Purik jetzt angezündet oder in die Luft gejagt hätte oder so irgendwas, dass er damit die Tür zerstört hätte und möglicherweise ein Loch, ein Riss, irgendwas entstanden wäre. Wer weiß, was das Projekt Arrowhead damals in der Nebel gemacht hat. Vielleicht haben die irgend so einen Gegenstand angezündet und haben so einen Riss erschaffen. Und deswegen ist das Ganze so schrecklich schief gegangen. Also ich habe da auch die Verbindung gesehen. Ich habe jetzt zwar nicht mehr an Three Mile Island gedacht, aber also die Assoziation war schon da. Und auch diese ja, bizarren Wesenheiten, die Tentakel, die fledermausartigen Wesen und alles, die waren da sehr ähnlich. Und vielleicht mag ich deswegen den Purik auch, weil ich den Nebel so mochte. Wie seht ihr denn diese Welt? Ist diese Welt böse oder ist die einfach nur lebensfeindlich für uns? Ich würde sie nicht als böse sehen. Ich habe keinen Grund anzunehmen, dass sie böse ist. Sie ist halt komplett fremdartig und was der Mensch nicht kennt, das vor dem hat er erstmal Angst. Würde ich unterstützen. Und was mich in dieser Theorie noch ein bisschen unterstützt, ist, die haben im Prinzip da sogar eine Art Beerdigung gemacht für den einen. Weil es wird ja irgendwo erzählt, die haben da irgendwas, ich weiß nicht mehr was, sein Gewehr oder so, irgendwas aufrecht hingestellt. Ja, und den Hut. Genau, genau. Ja, genau. Das hat für mich sowas von Beerdigungsritus gehabt, irgendwie. Also die wirken für mich nicht nur intelligent, die wirken für mich auch als empathisch in irgendeiner Form. Ja, wer weiß, es kommt ja diese humanoide Lebensform in unsere Welt und wird dann totgeprügelt. Vielleicht ist das einfach nur auch ein Forscher, der gedacht hat, was ist dahinter? Ich nehme hier dieses Funkgerät mit und dann gehe ich darüber und gucke mal an. Er ist halt das Gegenstück zu Curtis. Ja, so das Neue entdecken und dann wird man totgeprügelt. Und genau so ist es wahrscheinlich Curtis? Ennis hieß er, oder? Ich meine den Papa von Ned. Ach so, ja, stimmt, genau. Der ist ja auch so diese
dieser Forschergeist, der ihn treibt, ja. Ja, dem kann ich mich ziemlich anschließen. Ich denke, die ist halt ähnlich lebensfeindlich für Menschen, diese Welt, wie unsere Atmosphäre für diese Wesen. Alles, was durchkommt, ist halt einfach nicht kompatibel. Aber du kriegst jetzt aus dieser Welt auch keine Vibes, dass die böse, aktiv böse ist. Nee, gar nicht. Okay. Julia? Nee, das denke ich auch nicht. Also es gibt ja auch explizite Hinweise darauf, als sie dieses Lebewesen totschlagen, wechselt ja auf einmal die Perspektive. Ich muss sagen, die Szene hat mich auch unfassbar mitgenommen, weil ich absolut irgendwie dann fühlen konnte, wie verzweifelt dieses Wesen ist und was es auch für Schmerzen haben muss. Also man ist ja doch ein empathisches Wesen, ne? Aber wenn ich mal kurz daraus zitieren dürfte, jedenfalls hob sich der Stumpf und für einen kurzen Moment sah ich mich selbst in meinem eigenen Kopf. Ich sah uns alle, wie wir da im Kreis standen und hinunterschauten und wir sahen wie Mörder aus am Grab ihres Opfers und ich sah, wie fremdartig wir waren, wie grauenhaft wir waren. In diesem Moment empfand ich die fürchterliche Verwirrung dieses Wesens. Nicht seine Angst, denn es hatte keine Angst. Nicht seine Unschuld, denn es war nicht unschuldig. Es war auch nicht schuldig. Es war nur verwirrt. Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Es ist aus Versehen in unsere Welt geraten und steht da wild fremden Wesen gegenüber, die hemmungslos auf dieses Ding einschlagen. Und dann in dem Kontext fand ich auch die Szene in der anderen Welt irgendwie so beängstigend. Die Vorstellung, dass es den Menschen, die dann umgekehrt in die andere Welt geraten sind, dass es denen eventuell genauso ergangen ist wie diesem Wesen, was bei uns landete. Ja, lustig finde ich in dem Kontext sogar noch, ich weiß jetzt nicht genau, wie es beschrieben wird, aber dass der eine halt tatsächlich da reinläuft und erstmal anfängt, ohne Kommentar zu schießen. Das finde ich ja noch krasser als die Vorstellung, dass dieses Lebewesen zu uns kommt und totgeschlagen wird. Okay. Aber dass der andere da reinläuft und vielleicht friedliche Zivilisation und so weiter erstmal aus Reflex umbringt, das finde ich auch ganz putzig. Und das fällt für mich ein bisschen hinten runter. Stimmt, da hast du recht. Soweit habe ich gar nicht gedacht. Also im Endeffekt spielt dieses Buch absolut mit der Angst vor dem Fremdartigen. Mhm. Und ich finde, auch wenn es einige Schwächen hat, ja, Stichwort Trauer von Ned, macht das King unfassbar gut. Also diese Szenen haben mich wirklich mitgenommen. Bleiben wir mal bei Szenen, die mich wirklich mitgenommen haben. Für mich haben so diese Monster an sich nicht so richtig funktioniert. Funktioniert halt diese Szene, als sie das Vieh lynchen, ja. Aber ansonsten eher so, Was bei mir aber tatsächlich richtig gut funktioniert hat, war die Autopsieszene. Da war mir beim Lesen schlecht, aber so ernsthaft. Ja, es immer wenn solche Wesenheiten auftauchen, rennt hier irgendeiner raus und kotzt. Und bei der Szene konnte ich es tatsächlich verstehen. Also es ist richtig gut plastisch beschrieben. Und es gibt eine limitierte US-Ausgabe, die auch Illustrationen hat. Und die eben auch von dieser Szene Illustrationen hat. Die sind auch schon ein bisschen eklig. Also ich fand's eigentlich ganz okay. Also schlecht worden oder so ist mir dabei nicht. Das war halt anschaulich beschrieben, aber ich konnte das gut genug abstrahieren, glaube ich. Okay. Was ich jetzt gerade interessant fand, ist, dass du sagst, diese Szenen mit den Monstern. Also für dich sind es sofort Monster, auch wenn sie überhaupt nichts Bösartiges tun. Nein, das liegt... Monster ist für mich erstmal nicht negativ. Das liegt aber daran, dass ich quasi damit nicht einen Fisch assoziiere, sondern eben zum Beispiel so eine Krabbe wie auf dem Strand von 3. Also ich assoziiere damit erstmal grundsätzlich was Fremdartiges, aber nichts Böses. Okay. Also die Autopsie-Szene, die habe ich auch noch in guter Erinnerung. Man muss dazu sagen, ich habe das Buch schon letztes Jahr gelesen, weil ich so aufgeregt war und ich wusste, wann es losgeht. Und deswegen an einige Dinge erinnere ich mich nur noch echt dunkel und vage. Aber an die Autopsie-Szene kann ich mich erinnern. Und ich erinnere mich daran, ich konnte nicht aufhören zu lesen. Also da hat mich King echt mal gepackt bei dem Buch. An anderen Stellen jetzt weniger war auch das mit diesen Cliffhangern, wo ich manchmal gedacht habe, ach komm, jetzt ist egal. Aber da
ich glaube, ich sollte schon längst schlafen, weil ich am nächsten Tag irgendwie früh raus musste und ich habe gelesen und gelesen und gelesen. Also die war richtig stark, fand ich. Habt ihr sonst noch Lieblingsszene, über die ihr reden wollt? Also ich finde, hier hat er das Ende mal nicht verkackt, weil es kein richtiges Ende gibt. Ja, richtig. Aber es ist so diese letzte Szene mit diesem Riss in der Scheibe, die hatte irgendwie für mich so einen netten Touch. Ich finde halt nur diesen Optimismus unangebracht. Nur, dass die Tür kaputt geht, heißt ja nicht, dass sie in die richtige Richtung kaputt geht. Genau das. Sie denken ja, gut, das Auto verliert an Kraft, es fällt langsam zusammen. Ja, aber was ist dann? Ja, eben. Ja, ist das Auto vielleicht das Einzige, was diese Tür zuhält? Das könnte ja genauso sein, dass wenn das Auto zerfällt, dass dann dieses Loch aufreißt und wir haben ein Nebelszenario wieder da. Aber es ist schön, dass du genauso fatalistisch an die Sache rangehst wie ich. Natürlich, du kennst mich doch. Ich habe jetzt hier gerade ein totales Aha-Erlebnis durch euch beide, weil ich habe das so gar nicht gesehen. Ich dachte halt, ja gut, der Buick geht halt jetzt kaputt, aber das ist ja eine geile Theorie. Das kam mir auch erst jetzt beim Schreiben, dass ich dachte, okay, aber wenn er zerfällt, geht's ja auch kaputt. Naja, aber ich glaube, es war auf jeden Fall erstmal anders gemeint. Ich glaube, das ist einfach nur Floß und meine fatalistische Weltsicht. Aber ja, mir hat das Ende auch gefallen, weil es eben so offen war und so offen blieb. Da gebe ich dir recht. Das Ding startet so und endet auch so. Also irgendwie aus dem Nichts. Man weiß nicht warum und wohin und überhaupt. Es wird chaotisch und dann endet es auch irgendwie so, ja, wie es angefangen hat. Dann würde ich sagen, reden wir ein bisschen über die Querverweise, Flo? Gerne. Also wie gesagt, wir hatten das Ding mit Three Mile Island schon erwähnt. Das haben wir auf jeden Fall in der Nebel. Ich weiß nicht, ob wir es noch woanders hatten. Ich glaube, wir hatten es noch woanders, aber mir fällt es gerade nicht ein. Weiß ich nicht. Das kommt in der Popkultur öfter mal vor, deswegen. Ja, natürlich erinnert das Ganze an Christine und auch Onkel Ottos Lastwagen haben wir ja schon genannt aus genau. Blut. Bei Blut haben wir auch eine weitere Querverbindung, denn einer der Polizisten oder irgendeiner dieser Menschen liest in der Inside View. Die kennen wir unter anderem aus die Vampirgeschichte mit Vampiropa. Popsi. Popsi, genau. Genau. Popsi, der Nachtflieger. In Schlaflos kam sie vor, in Hausentbindung. Sie kommt vor allem auch vor in Dead Zone. Genau, und sie wird noch öfter vorkommen in diversen Geschichten. Genau. Ja, wie gesagt, ich habe die Theorie, wir sind hier auf demselben Strand wie in 3. Aber wie gesagt, das ist meine Hobby-Theorie. Ja, aber diese Verbindung zum dunklen Turmzyklus, also die sehe ich auf jeden Fall auch. Und auch zu den niederen Männern aus Atlantis und aus dem dunklen Turm, auf jeden Fall. Genau. Ja, und die Namen Jacobius und Wilcox tauchen fast gleich in der Geschichte alles endgültig auf. Ja, wobei da würde ich sagen, die sind tatsächlich so gängig, dass ich mir jetzt nicht unbedingt den Kopf machen würde. Wilcox vielleicht. Ja, aber Jacobius, wenn du jetzt hier irgendwo im Mormonenland bist. Ja, okay. Das hat mich ja sowieso auch genervt, wo wir gerade beim Stichwort sind. Im Nachwort erzählt King, er wollte gerne dieses Mormonenland so ein bisschen mit drin haben. Das ist überhaupt nicht vorhanden für mich in diesem Buch. Aber so gar nicht. Nee, die Geschichte könnte überall spielen. Also das hat mir auch nichts gebracht. Na, vor allem, da wäre ja so viel Potenzial gewesen. Ich meine, wir haben hier eine moderne Technik, die in Anführungsstrichen Teufelszeug ist für den unbeteiligten Beobachter. Da hätte man mit dem ganzen Mormonzeug ja durchaus was machen können. Ja. Ja, gut, das nur am Rande. Aber sonst fallen mir jetzt aktiv keine Querverbindungen mehr ein. Geht's euch anders? Mir kam der Name Dearborn noch ziemlich bekannt vor. Genau. Weißt du auch wer? Ja, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. Roland hat sich Will Dearborn genannt, als er in Mages angekommen ist. Genau. Okay. Aber sonst habe ich jetzt auch nichts mehr. Also wie gesagt, das Feeling der Geschichte, das hatte ich in Revival auch, aber das ist natürlich kein Querverweis. Ja.
Gut. Flo, wie sieht's denn aus? Gibt's hier Verbindungen? Gibt's hier Verwertungen? Ja, es gibt ein amerikanisches Hörbuch, das tatsächlich auch von verschiedenen Sprechern, die diese verschiedenen Erzähler symbolisieren, gesprochen wird. Also das ist eigentlich eine ganz coole Idee. Im Deutschen gibt es kein reguläres Hörbuch, sondern nur ein Daisy-Hörbuch für Sehbehinderte. Und ja, mit dem Film, da ist ein langes Hin und Her. Es wurde bekannt gegeben 2019, dass Thomas Jane, der auch schon einige King-Verfilmungen gemacht hat, dass seine Produktionsfirma da an einer Verfilmung arbeitet. 2020 wurde auch ein Regisseur benannt, der mir gerade nicht einfällt. Und ja, weiter hat man nichts gehört. Also ob es kommt oder ob es erstmal durch Corona verschoben ist oder was auch immer, das wird die Zukunft zeigen. Okay, gut. Dann, wie sieht's aus? Habt ihr hierfür Zitate? Dank dir, ja. Ich würde erstmal mit meinen anfangen. Ich habe nie geheiratet und was ich über das Vatersein weiß, könnte man auf einen Nagelkopf schreiben und dann wäre da noch Platz für das Vaterunser. Und als zweites, junge Leute sind so wunderbare Idioten. Ja, ich habe eins. Kannst du Gedanken lesen? Mit einem Lächeln stellte sie das Tablett auf der Bank ab. Nein, aber ich weiß, dass Männer durstig werden, wenn sie reden und dass sie immer Hunger haben. Mhm. Passt zu dir. Ja. Wer hart gearbeitet hat, um bis dahin zu kommen und weiter hart arbeitet, um dort zu bleiben, der sagt nicht einfach Scheiß drauf und geht angeln. Mhm. Julia, hast du auch Zitate? Nope. Okay, gut. Jetzt wäre theoretisch noch die Symbolik offen. Ich hab noch eins. Oh, Entschuldigung, ja. Und bald würde auch die Satellitenschüssel auf dem Dach wieder alles reinkriegen. Sportergebnisse und Kriege in Hülle und Fülle und dazu noch 6 Teleshopping-Kanäle. Wenn man da nicht das Loch in der Ozonschicht vergaß, halt wirklich gar nichts mehr. Ja, das ist schön. Mhm. Doch wahre Besessenheit kann natürlich aus jedem Dummkopf einen Professor machen. Mhm. Gut. Ja, theoretisch würde ja jetzt noch eine Sektion kommen mit Symbolik. Ich muss aber sagen, ich kann mir hier mit aller Gewalt keine Symbolik aus dem Rücken schneiden, weil diese ganze Xenophobie, die hier reinspielt, die schreit uns einfach so sehr ans Gesicht, dass ihr die selber seht. Also diese Idee von, da ist was fremd, das ist böse. Und wie gesagt, für mich war ganz krass noch dieses sektenartige Gefühl dieser Polizeitruppe. Aber auch das ist, glaube ich, so offensichtlich, dass wir darüber nicht reden brauchen. Gibt's? Naja, das weiß ich nicht mal. Also ich hatte dieses Gefühl nicht so. Aber ich finde es interessant in diesem Zusammenhang mit dem, was ich vorhin gesagt habe, mit dieser das letzte Abendmahl. Mhm. Also es hat schon irgendwie ja diese Weitergabe des Wissens, so einen interessanten Aspekt. Auch wieder in Bezug auf, was wir auch gesagt haben, mit Coming of Age. Mhm. Ja, wie gesagt, also für mich ist das aber jetzt so eine verbogene Symbolik oder sowas, würde ich jetzt hier nicht sehen. Weiß nicht, ob es euch anders geht, aber... Nö, ich sehe da auch nichts. Nee, ich glaube, das Ganze ist tatsächlich jetzt keine große Erzählung. Es ist ein Pulp-Roman. Genau. Es will auch, glaube ich, gar nicht mehr sein und ich finde, für das, was er ist, ist er ziemlich gut. Hm. Gut, dann bleibt mir an dieser Stelle eigentlich nur noch euch um eure Bewertungen zu bitten. Und ich würde sagen, Flo, fang du an. Oh ja, wie gesagt, also mir gefällt er. Das Buch ist echt gute Unterhaltung. Es lässt sich flott lesen. Es ist nichts groß drin, was mich jetzt stört. Wenn man sich an den Erzählstil mal gewöhnt hat, finde ich es wirklich, ja, einfach richtig solide. Es ist das, was es sein will. Es ist eine Horror-Story. Ich gebe 16 von 19 Punkten. Mhm, wunderbar. Ich würde mich da auch anschließen. Ich gehe einen Punkt weiter runter, aber ich gebe 15 von 19 Punkten, weil ich sagen muss, das war seit langem mal wieder ein Buch, über das ich überhaupt nicht rumschreien muss. Es tut überhaupt nicht weh, es nervt überhaupt nicht. Ja, es hat ein paar Längen teilweise und die Erzählstruktur ist teilweise ein bisschen merkwürdig.
Aber es ist ein guter Roman, es macht wirklich Spaß, es geht ziemlich schnell und ich mag diese Welt, die wir da konstruieren. Und deswegen, wie gesagt, von mir 15 Punkte. Julia? Ja, ich denke auch, es ist solides Handwerk. Mal was anderes von King, so ganz konnte ich mich damit nicht anfreunden. Es sind mir ein paar zu krasse Schwächen dann doch drin. Also gerade diese Cliffhanger, die dann irgendwann nerven, also ein bisschen zu langatmig. Deswegen gebe ich 14 von 19 Punkten. Okay, und Jonas, du hast das letzte Wort. Ja, ich fand es zwar ganz okay zu lesen oder auch ganz gut zu lesen, aber mehr auch nicht. Das Hin- und Herspringen, also diese Zeitachsen, das war nicht so meins. Und ja, wie gesagt, kann man lesen, aber nichts Besonderes. Ich gebe 10 Punkte. Okay, dann sind wir für diese Folge durch. Ich bedanke mich bei der wunderbaren Julia, dass du dabei warst. Ja, sehr gerne und auch auf alle Fälle wieder gerne. Sehr gern. Ich bedanke mich auch beim wundervollen Jonas. Wie immer eine Ehre, mit dir zu arbeiten. Sehr gerne. Und natürlich auch beim großartigen Flo. Es war wie immer schön. Es war mir wie immer eine Ehre, Dela. Und ich bedanke mich bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Es war wie immer schön, mit und für euch zu senden. Wenn ihr mitmachen wollt, könnt ihr das gern tun. Ihr guckt einfach auf unsere Leseliste, welche Bücher noch frei sind. Wenn da schon jemand drauf ist, ist das nicht schlimm. Wir können auch mit mehreren Personen senden. Ihr meldet euch einfach über die üblichen Kanäle, zum Beispiel Twitter, und sagt uns Bescheid, hey, wir würden gerne mit euch reden, kein Problem. Wenn ihr das Buch dazu nicht habt, ist das auch kein Thema, dann sagt einfach rechtzeitig Bescheid. Und wir würden uns darum kümmern, dass ihr mit den entsprechenden Quellen versorgt seid. Technisch braucht ihr nichts weiter, ihr braucht nur irgendwie ein Aufnahmegerät, ihr braucht ein Headset oder ein Mikro oder sowas. Und Teamspeak, die Daten würden wir euch dann zukommen lassen. Ansonsten geht's bei uns demnächst weiter mit Kurzgeschichten. Da sind auch noch ein paar frei, soweit ich mich nicht täusche. Also wenn ihr möchtet, könnt ihr euch gerne melden. Es ist mittlerweile alles voll, aber wie gesagt, wir nehmen auch gerne zwei Gäste. Genau. Überhaupt kein Problem, meldet euch gerne. Gut, und dann würde ich sagen, hören wir uns demnächst wieder zu Kurzgeschichten. In diesem Sinne, es war mir eine Ehre. Tschüss. Tschüss. Ciao.